Hallo, hallo, willkommen bei Scrap Mechanic mit der reizenden Sialin. Mit ihrem kritischen Blick für das Wesentliche entgeht ihr nichts. Und natürlich mit eurem Zarok, der für sie alles passend macht, was nicht passt. Sialin, Sialin, Sialin! Ja, Zarok, hallo. Wo bist du denn? Ach, da. Ich sitze hier. Da war am Spawnpunkt war ein Sitz, da habe ich mich hingesetzt. Warum ist hier so? Ich will mich da auch hinsetzen. Steh mal auf. Nein. Dann mache ich ihn weg. Danke. Mann. Das ist ja nett. Kannst dich wieder setzen. Danke. Bitteschön. Guck ja, mal, da wachsen. Was? Gurken? Ist das ein Gurkenfeld? Das ist ein Gurkenfeld? Hä? Aber Gurken wachsen doch am Boden, oder? Ja, aber hier in dem Spiel wächst der Mais am Boden, deswegen wachsen hier Gurken. Nicht, dass die Spielentwickler da einen kleinen Fehler gemacht haben. Das kann sein. Du kannst sie mal schreiben. Jetzt wachsen da Blöcke. Oder Gurken in Blöcken. Verrückt. Cool. Eckige Gurken. So, wir haben heute was ganz Tolles vor. Also echt? Was denn? Komm mal mit. Okay. Ich habe nämlich hier... Oh, ein Go-Kart. Genau, ein Go-Kart. Da steht ein Go-Kart. Wo bin ich denn? Da. Genau, da steht ein Go-Kart. Ich hab nämlich den Lift geupdatet. Oh. Ja. Ich fand nämlich die Idee mit dem Lift eigentlich voll cool, aber das hat ja nicht so richtig funktioniert. Oh, guck mal, das ist breiter geworden. Ja, also guck mal, brauche ich dir ja nicht sagen. Genau, es ist breiter geworden. Oh, warte. Da wachsen Blätter. Oh. Noch ein Go-Kart. Ja, genau. Okay, aber ich bin schneller. Wow, ich bin rübergerutscht. So. Genau, da ist ein Ladebalken und wenn der voll ist, geht's nach oben. Oh, cool. Und ich fahre über die Ziellinie und gewonnen. Oh. Cool. Ja. Hier ist ein Holzblock. Ja, hier stehen lauter komische Sachen rum. Genau, ich habe ihn geupdatet, also es sind jetzt 4 Sensoren, das funktioniert ja jetzt seit ein paar Patches oder sowas. Vorher konnte man ja nur mit einem Sensor arbeiten. Jetzt kann man mit praktisch unendlich vielen Sensoren arbeiten, weshalb die Wahrscheinlichkeit ist, dass er nach oben geht, wesentlich höher ist. Genau, und genau, und da ist dann hier so ein schöner Ladebalken und wenn der voll ist, geht's nach oben. Juhu. Und diese Schranken da sind ja cool. Genau. Stopp. Und ich habe das Ganze jetzt mit 3 so Dingern verstärkt, damit das nicht mehr so rumwackeln kann und dass es auch wirklich gerade nach oben und nach unten geht. Mhm. Weil das war ja vorher so, dass es ja so schräg hoch ging und deshalb, man da irgendwie mit dem Go-Kart da durch die Gegend geflogen ist. Stimmt, voll gehüpft. Kommt er wieder runter? Der kommt jetzt wieder runter, ja, genau. Stimmt, der ist wirklich gerade. Ja. Ha. Komm mal mit. Ja, ich komm mal mit. Wieso steht hier eine Kiste? Ich weiß nicht, die ist einfach so entstanden und ich habe sie nie wieder weggeräumt. Okay, cool. Ja, genau. Wie die Technik. Ja, kennt man ja. Wie Spielzeug. Okay, so. Cool. Genau. Schön. Ja. Hast du den schon hochgeladen? Ich glaube, der ist jetzt online. Oder? Ich bin mir jetzt nicht... Ja, ich glaube, der ist schon online. Also den kann man jederzeit dann jetzt runterladen. Jetzt könnte ich ihn auch in meine Strecke einbauen. Jetzt kannst du den Lift auch in deine Strecke einbauen, genau. Also jetzt gefällt er mir, jetzt ist er viel besser. Schon, ne? Was machst du denn da? Ich weiß nicht. Jetzt hast du ihn kaputt gemacht. Ich mach's kaputt, ja. Oh. Jetzt passt's wieder. Oder? So. Da liegt ein Go-Kart drauf. Gut. Yeah! Okay. War's das für heute? Nö. Ah gut, ich dachte schon. Nö. So, aber auf Wunsch eines Zuschauers sollte ich nämlich was ganz Tolles bauen. Ich geh gucken. Ja, komm mal mit. Das rote Ding da, oder? Das rote Ding da. Für was könnte rot stehen? Alarm. Alarm, genau. Oder ist was auf dem Dach, eine Satellitenschüssel oder so. Ja, genau. Erkennt man es, oder? Als Satellit. Eine Radiostation. Ja, fast. Ja, es wackelt ein bisschen so ding, 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 ding und dann nach rechts ding, 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 aber man erkennt schon Satellit, also ich hab's gerade erkannt. Das war nicht so einfach. Das war wahrscheinlich das Schwerste hier. Nein, Spaß. Ah, Feuerwehr. Feuerwehr. Ah, oh, das sieht ja süß aus. Ja, gell? Und die Türen sehen cool aus. Ja. Und da die kleine Tür, oh mein Gott, die ist ja süß. Ja, die ist ja in der Garage drin. Die funktioniert jetzt nicht, weil innen ein Hauptschalter...
deaktiviert ist, damit man nicht einbrechen kann. Okay. Und der Baum. Oh. Genau, dein Baum. Genau, hier an der Seite ist... Das hast du süß gemacht, hier mit diesen Säulen da hoch. Genau. Die Treppe muss ja von irgendwas gestützt werden. Die Knöpfe hast du ja putzig gemacht. Sieht ja wirklich aus wie Türgriffe. Ich habe mir gedacht, irgendwas muss ich mir da mal einfallen lassen mit den, mit den Türgriffen. Das ist ja eine süße Idee. Gell? Warum die funktioniert das auch cool. Gibt's hinten noch was zu sehen? Ja, hier gibt's den Besuchereingang, einen kleinen Briefkasten, eine Klingel. Ah? Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh. Wieso steht denn das hier so weit oben? Oh. Ja, hier war alles so krumm und schief. Und ich wollte im Grünen bauen. Im Grünen, ach so. Ja. Oh, ist ja süß. Ich hab meinen Ton zu leise, ich höre nicht viel. Oh, es macht die. Warte, ich mach mal schnell lauter. Gib mir ganz kurz. Schau, du kannst jetzt nicht rein. Achso, die Tür geht nicht auf, oder was? Genau, jetzt mach mal auf. Also drück mal. Warte, ich stell grad meinen Ton bei Scrap My Candle lauter. So. Ich klingel nochmal. Oh, ist ja süß. Ding dong. Oh, süß. Jetzt kann ich aufmachen, oder was? Nee. Achso. Jetzt muss ich erst Freigabe geben. Das ist der Besucherbereich. Oh, hallo. Ja. Mein Haus brennt. Könnten Sie bitte mal vorbeikommen? Können wir einen Termin ausmachen? Ja, füllen Sie diesen Formular aus und setzen Sie sich bitte da hinten hin in die Warteschlange. Gut, es wartet gerade keiner, aber es dauert trotzdem ungefähr eine halbe Stunde. Mein Formular. Oh, Entschuldigung. Mitnehmen. Hier. Danke. Ist ein alter Feuerwehrschlauch, denn wir achten auf, auf die Umwelt. Ah ja. Ist ein recycelter. Also ich schreibe jetzt auf den Feuerwehrschlauch. Genau. Das macht Sinn. So, dann warten Sie bitte. Später, ich bin fertig. Was? Hier ist das Formular. Hey, das sieht ja jetzt plötzlich anders. Wo ist der Schlauch? Ich habe keine Lust, das rauszusuchen. Ah, da ist er ja. Super, Dankeschön. Ja, Sie können weitergehen und nach oben gehen. Und da ist dann der nächste Wartebereich. Okay. Juhu. So, machen wir die Tür wieder zu. Sehr gut, sehr vorbildlich. Wo bist du denn jetzt her? Ich blockiere wieder die Türen, so. Oh, da könnte ich mir jetzt selber ein Feuerwehrauto mitnehmen. Nein, das dürfen Sie jetzt noch nicht. Kommen Sie bitte mit. Wir müssen hier hoch, schauen Sie. Hä, was ist hier? Ach, da warst du, nee. Genau, das ist doch, der da warst du gerade, aha. Bereich da stehen Quietscheenden, ist das fürs Auto, dann wenn man... Und ja, das sind so, Trostpreis, wenn das Haus abgebrannt ist, ne? Trostpreis. Genau, ein paar Schränke. Ach, süß. Sie sind aber neugierig. Ja, natürlich, da oben sind Hupen. Genau, gut. Das ist dann fürs nächste Mal, damit man rechtzeitig Bescheid sagen kann. Schau, das untere Licht bedeutet, dass einer das Signal gibt, ich möchte rein. Aha. Schau, wenn ich jetzt hier außen die Tür zumache, dann siehst du nicht, ich möchte da nicht rein. Oder wenn ich jetzt hier weiter möchte, dann siehst du da das Signal. Der möchte da rein und dann kannst du ihm die Freigabe geben. Komm und dann rein, geht die Tür rein. Auf. Oh, cool. Ein Blümchen. Das ist aber hübsch hier drin. Ja. Und da die Stühle hier. Süß. Genau, das sind Computer, Maus mit Tastatur und so. Oh, süß. Gell? Oh mein Gott, die Tastatur ist ja cool. Ja, die Tastatur ist ganz nett geworden. Ist ja cool. Ja. Das finde ich eine coole Idee. Aber die Num-Taste ist doch rechts. Ja, stimmt. Ist halt eine englische Tastatur. Da ist die links, oder was? Ja, da fahren wir auf der linken Seite, deswegen ist die Tastatur links. Die Tastatur, okay. Tastatur. Oh, die Treppe hat ja eine geile Farbe. Genau, jetzt hier hoch und links rum, bitte. Hier hängen wenig Bilder an der Wand. Ja, Feuerwehr kann sich das nicht leisten, denn die werden durch den Staat subventioniert. Sie sind im falschen Bereich. Kann man da dann runterrutschen? Ja, da kann man runterrutschen. Geil. Das ist der Wartebereich für die Feuerwehrmänner. Feuerwehrmänner. Oh, der Tisch ist aber niedrig. Das ist halt ein Couchtisch. Tanze auf dem Tisch, yeah, dance, yeah. Oh, interessant. Alle unter 18 mal wegschauen. Chilin lässt jetzt die Hosen runter. Nein. Wenn, dann nur den Rucksack. Nur den Rucksack. Oh mein Gott. Vielleicht da werde ich ja rot. Vielleicht noch den linken Handschuh. Ja, Wahnsinn. Mutig. Ja, das ist dein Fernseher. Ach so, stimmt. Ich war ein bisschen faul. Hab gedacht, warum neuen Fernseher bauen, wenn der schon gebaut ist? So wie mit dem Rad, wie so ein neues Rad erfinden. Ich mag meinen Fernseher. Ja, der ist super. Hättest du denn nicht noch eins tiefer einbauen können? Nee, das ist so ein alter Röhrenfernseher. Ach so, Röhren, naja, Plasma.
Das hat auch keine ganz Bildpunkte, dicker, sondern nur Schmutz. Ja. Willst du jetzt meinen Fernseher schlecht machen? Nein. Okay. Ja, finde ich voll süß hier. Ja, schau hier mit den Pflanzen, Fenster, schön zum Haus, ja, Luki. Sehr hübsch. Ja. Nun gut. Ja, hier geht's theoretisch raus. Wir gehen aber noch nicht nach oben. Ach so, okay. Hier ist halt so ein kleiner Raucherbalkon. Ich sag mal Raucherbalkon, damit ja, die Raucher nicht drin rauchen und das Feuerwehrhaus anzünden. Genau. So, dann haben wir hier rechts die Schaltzentrale. Aha. Wow, viele Schalter. Ich drück mal alle, ja? Ja, die funktionieren alle. Uah. Bitte wieder rückgängig machen. Och. Ja. Okay. Ach so, das Regal ist ja leer. Ja, gibt halt zurzeit keine Brandfälle, ne? Ach so. Obwohl, eins haben wir ja jetzt. So. Was, eins haben wir jetzt? Ja, deins. Ach so, stimmt, mein Haus brennt, ja. Das, ist, das kommt jetzt irgendwann hier oben an und dann ja, wird halt ein Alarm ausgelöst. Das klingt dann in etwa so. Ach, süß. Besser ging's nicht. Aber ich glaube, man erkennt es als Alarm. Ich habe es nur für eine halbe Stunde angetan und danach war ich genervt. Also, ich finde, es passt schon. Ja. Ja, genau. Okay, Schaltzentrale mit einer Pflanze. Genau, eine Pflanze, das reicht ja auch. Ach nee, hier ist noch eine. Die Pflanzen finde ich voll schön. Ja, die haben sie echt gut gemacht, ja. Vor allem, dass sie verschiedene Pflanzen haben. Ja, und dass hier dann auch sowas raushängt am Topf, voll süß. Die sieht ja so mit den eingerissenen Blättern, sieht sie fast schon echt aus. Also. Ja, voll süß. Ich will auch so eine. Okay, ja, die ganzen Schalter, also die oberen Schalter sind eigentlich für die Türen. Leuchten bedeutet, dass die Türen offen sind. Und so sind alle Türen zu. Hey! Oh. Genau. So, dann gehen wir rechts, oder? Mhm. Hier ist so eine Stange, ich nehme die hintere, wenn jetzt der Alarm ausgelöst. Gucken, oh, sind das die Feuerwehrautos? Wow. Das sind die Feuerwehrautos. Okay. Zwei Stück. Oh, mit Leiter sieht ja von oben schon mal nicht schlecht aus. Und Lichtlein. Und ein kleines, oh. Ich rutsch mal. Ja. Hui! Yay, geil. Cool. Ja. Coole Idee. So, bevor die sind aber groß, die Dinger, schau mal. Ich bin ja nur so groß wie der Reifen. Ja, der ist jetzt festgeschweißt. Der Truck. Ach so. Den setzen wir dann gleich ab. Ah. Zum Hochladen habe ich das so halt gemacht. Aber hier, schau mal. Der Zuschauer, der sich die Feuerwehr gewünscht hat, der ja, bei übrigens bei der Feuerwehr arbeitet. Ist das ein Feuerwehrschlauch? Das ist ein Feuerwehrschlauch. Ach, er wollte nämlich unbedingt einen Feuerwehrschlauch poppen. Michael Pietz. Ah. Cooler Wunsch. Ja, finde ich ist auch. Das ist wirklich cool. Das sieht, also das erkennt man schon als Schlauch. Ja, finde ich auch. Hättest du es noch schwarz anmalen können. Ja, es gibt, eigentlich sind ja so Schläuche meistens grau. Ja, dann halt grau. Die so grau-weiß. Das ist doch grau. Ja, grau-blau, aber... Ja, mei. Schau. Kannst ja nur ummalen. Ja. So, ja. Schauen wir mal zu, wie sie es umlackiert. Ja, sieht schon mal sehr anders aus, ne? Na, jetzt wenn es doch schwarz. Das ist grau. Echt? Ja, schwarz. Stimmt. Ist dunkler. Schwarz halt, ne? Na gut, ich helfe dir mal. Oh. Ey! Ist ja wie bei den Kindern. Ich bin nicht so zielgenau. So. Will nicht so jetzt. So. Ja, jetzt sieht es noch ein bisschen besser aus. Das stimmt. Ich mache mal die Wand wieder farbig. So. So, okay, jetzt. Ja, doch, jetzt sieht es besser aus. Okay, so, dann Feuerwehrauto. Nee. Nein? Wir haben jetzt hier noch die tolle Garage. Einmal. Achso, scheiße. Ich gehe mal kurz hoch und. Wenn du immer die Schalter ausmachen musst. Ich wollte sie ja anmachen. Drück mal bitte den Knopf. Uah, welchen Knopf? Von der Tür. Achso. Von der Tür, okay. Den da. Ja, genau. Nochmal? Nochmal, okay. Ah, das ist der hier, okay. Ist sie jetzt auf? Ja. Okay. Jetzt ist sie wieder freigegeben. Ja, damit halt keiner einbrechen kann, ne? Also, ist ja wichtig. Und da ist noch ein Knopf daneben. Genau, der Knopf daneben ist für das Tor selber. Damit hier ein kleines Feuerwehrauto rein kann. Und die Tür ist offen. Ja, die kann man auch zumachen, so. Hat halt jemand vergessen zuzumachen. Ich glaube, ich weiß nicht, warum da ein Loch oben war, weil da irgendwie das Rohr drin steckt. Ja, genau. Also das... Ich würde sagen, da ist ein Loch in deinem Tor.
Das ist extra für die Ratten, damit die wieder rauskommen. Das ist ja cool. Ja. Nicht schlecht. Hab's noch ein bisschen optimiert. Ich hatte das ja von der Garage schon. Also das ist jetzt wirklich bis oben an die Decke dran. Also da geht fast kein Zentimeter mehr. Das war mir wichtig. Das hängt zu schief. Ja, es hängt ein bisschen, das stimmt. Mach mal zu. Cool. Schön, gell? Und eine Tür in... Hey. Genau, dass man hier so diese typischen Türen... Ja. Auch in der Werkstatt gibt es ja immer so eine Durchgangstür, damit man nicht das ganze Tor öffnen muss. Ja, cool. Hier liegen Reifen. Ja, Reifen 1, 2, 3, fürs 3, kleine 4, Auto 5, und fürs große 1, Auto. 2, 3, 4, 5, 6. Also hier liegt ein vollständiger, also drei vollständige. Quatsch, ein Auto hat vier Reifen, wie komme ich auf zwei? So Blödsinn. So, jetzt gibt es hier für das große Tor natürlich auch noch Knöpfchen. Ui, da klappt so ein. Ey, jetzt habe ich hier nichts gesehen. Na, soll ich nochmal zumachen? Ist hier ein Loch im Boden? Oder ein Loch im Boden. Oh, schick. Genau. Also man kann nur eine Seite aufmachen, kann auch beide Seiten aufmachen. Aha. Klappt sich schön. Cool. Genau. So, dann machen wir doch mal erstmal. Hm? Schick. Mhm. Oh, das sieht aber fett aus von vorne. Das Ding ist fett. Machen wir erstmal den kleinen. Das ist eigentlich, ja, ich fahr mal raus. Wo sind die Schläuche hier drin? Meinst du dem Feuerwehrauto? Ja. Da gibt's keine. Wie, da gibt's keine? Ja, das ist eher so ein Transporter. Der hat eine Schiebetür. Cool. Ich wollte gerade fragen, für was die Rohre sind. Genau. Den gibt's auch nochmal in weiß, also in neutral. Das ist, soll einfach ein Transporter sein und diesen Transporter kann man sich dann umlackieren in die Farbe, die man will. Dieses Blech und, hier finde ich cool. Ja, das ist so Wellblech, genau. Ist halt dann einfach ein Transporter. Also den kann man dann nicht nur als Feuerwehrauto missbrauchen, sondern auch als Transporter einfach. Das sieht ja putzig aus. Ja, hat auch Licht vorne und hinten. Schöne Schiebetür. Schön. Einfach nur praktisch. Sollte nicht besonders hübsch werden, einfach nur. Das Blech sieht ja echt cool aus. Praktisch. Ja, ich finde es ganz gut. Da hat es ein bisschen Struktur. Ja, genau. Nicht nur so gerade Flächen. Eins. Zwei. Ach, das ist Licht. Genau. Eine Hupe fehlt. Warte mal. Da ist so eine Hupe drin. Echt? Ja. Wo? Ah, okay. Da habe ich doch die Hupe dran. Okay, passt. Kann ich jetzt da runterfahren? Jein, warte, ich... Okay. Was kann das? Ach, mit der Stange hinten. Boah, sieht nicht schlecht aus. Aber der kann ja gar nicht Tatütata machen. Nee, das ist ja auch nur ein Transporter. Das ach so. Der muss nicht Tatütata machen. Aber der transportiert ja gar nicht, da ist ja gar nichts drin. Was transportiert der denn dann? Ja, weiß ich auch nicht genau. Was die halt so transportieren, frag mich nicht. Ich bin kein Feuerwehrmann. Ach so. Aha, aha. Und hinten hat er so eine Fläche zum Draufsteigen, so ein Trittbrett. Genau, richtig. Cool. Ja. Ich liebe Details. Aber dieses Blech da gefällt mir wirklich gut. Das ist wirklich cool, dass du aber die Kabine vorne nicht draus gemacht hast, sondern nur hinten dann. Genau, cool. Weil die Transporter sind ja meistens hinten einfach nur aus Wellblech. Ganz dünn. Echt? Ja, echt. Ja, die sind einfach nur so dünnes, komisches Metall. Innen meistens nicht mal eine Verkleidung drin. Okay. Einfach nur Metall. Yay! Genau, und dann kommen wir zum Großen. Der kann ein bisschen mehr. Ja, ich bin gespannt. Zeig her, zeig her. So, ich setze ihn mal ab. Ich hoffe, dass das halbwegs funktioniert. Nee, der kann die Leiter nicht hochklappen. Ich fahre ihn mal raus. Aha. Irgendwie. So. Oh, cool. Wow, das leckt ja. Echt? Also bei mir geht's. Es fliegt auseinander. Ehrlich? Ja, bei mir fällt gerade. Also dieses Tüten, genau. Wow. Oh. Also bei mir sieht es gut aus. Schaut. Oh, das tut mir leid, dass der jetzt auseinanderfällt. Aber der baut sich schon wieder zusammen. Okay. Aber die Leiter sitzt doch auf deinem Kopf. Auf meinem Kopf? Ja. Oh, jetzt wackeln die Türen wieder. Oh, er fliegt nach oben. Du stehst nur, oder? Ich stehe nur. Ich versuche mich nicht zu bewegen. Das möchte ich mal sehen. Aha. Mein Auto fliegt. Oh, okay, ja.
Jetzt sind die Türen auf den Rädern. Ja, es sieht bei ihr ziemlich übel aus, in der Tat. Was machen wir da jetzt? Ich weiß es nicht, vielleicht fliege ich auch gerade raus, keine Ahnung. Ich schweiß ihn jetzt einfach nur mal an. Ja, mach das mal, das ist eine gute Idee. Ich weiß noch nicht mehr. Mein Charakter bewegt sich auch, der müsste eigentlich stehen. Weil wir können den ja auch angeschweißt begutachten. Stimmt. Neue Engine, wir brauchen dich. Ja. Oh. Passt wieder. Es sieht normal aus. Aber ich... Meine Arme sind ausgestreckt, bei dir auch? Nö. Okay. Du siehst normal aus. Okay, ja, jetzt steht er ein bisschen hoch, aber das passt schon. Also er hat überall schöne so Seitendinger. Was sind das? Wassertanks? Das sind Wassertanks, echt? Ja. Ja. Okay. Und Hat die Feuerwehr Wassertanks dabei? Die Großen haben Feuerwehrtanks, ja. Also, ja. Okay. Genau, Löschwegen. Oh, da steht 112. Genau. Ja. Cool. Kennt man auch gut, oder? Genau. Das so. Ist eine Telefonnummer, oder? Soll ich mal anrufen? Er sagte, stand in Scrap Mechanic auf so einem Auto drauf. Ich wollte mal wissen, wer da rangeht. Genau. Oh, schick. Hier. Oh, ein Ersatzrad. Ersatzrad, ja, genau. Ist auch wichtig. Oh, und Ventile. Ventile. Kann ich da mal einen Schlauch anschließen? Da kann man dann den Schlauch anschließen und da kommt dann das Wasser raus. Cool. Genau. Jetzt haben wir hier eine Tür. Fahrerraum. Ich mach mal hier. Also wir haben einfach normales Licht. Wir haben die Besonderheit, wenn man rückwärts fährt. Hä? Es piept? Genau. Dann geht erstens Rückfahrsensor. Rücklicht an. Schau, warte, ich fahr mal vorwärts. Aha. Wieso ist das rechte Licht an? Das eine? Ach so, das ist, weil... Warte. So, nee. Jetzt ist das linke an. So, jetzt ist keins mehr an. Genau. Wenn ich jetzt rückwärts fahre, geht Rücklicht an und... Cool. Pieper. Cool. So, als Warnsignal. Siehst du das mit deiner Sicht? Ja, man sieht's. Okay. Also, wenn ich jetzt hier vorwärts fahre, genau, ist das Licht aus. Wenn ich rückwärts fahre, ist das Licht an. Die Türen da oben sind ja auch Lichter dran. Das ist ja cool. Genau. Falls mal dunkler Einsatz ist. Ein dunkler Einsatz, aber sowieso, Feuer ist doch hell. Ja, genau. Doch. Zum Beispiel auf der Autobahn. Ja. Wenn es da nicht brennt, sondern nur ein Auto befreit werden muss. Auto brennt, das leuchtet auch. Genau, ich kann nur das Blinklicht anmachen. Hey, das blinkt ja abwechselnd. Genau, damit es halt auffällig ist. Hä? Ja, das blinkt auch bei den Feuerwehrautos meiner Erfahrung nach abwechselnd. Achso, das oben auf dem Dach blinkt auch, oder? Genau. Aber das hinten blinkt ja auch. Ja, ja, das blinkt ja bei denen auch, bei den so, Rettungswegen echt? Und so. Okay. Ja, ja. Achso. Und dann haben wir noch normales Licht. Genau. Dann haben wir noch das normale Licht. Mhm. Auch hinten und vorne. Ich stecke auch mal was, damit man es mal von hinten besser sieht. Das normale Licht hier ist dann hier so hinter dem roten Glas. Und das Blinklicht. Ah, jetzt sitzt du dran. Ja. Genau, kannst ja mal hier mal rückwärts fahren. Hey, wenn ich guck, krieg ich meine Sicht nicht raus. Was? Rückwärts fahren? Genau. Aber ich dachte, er ist festgeschweißt. Ja, macht ja nichts. Ach so, wie. Mhm. Dann gehen die Lichter hier an. Jetzt kannst du wieder vorwärts fahren, dann geht's wieder aus. Yay, juhu, ich fahr vorwärts. Genau, machen wir die 2. Ah, ist meine Tür. 2 ist normales Licht, also da seht ihr, da geht das normale Rücklicht aus. Also Brennlicht. 4 müsste dann. Ist ja cool, jetzt sehe ich die Dinger auch mal gescheit. Von unten sieht man die nicht, die drehen sich dann so auf dem Dach. Genau, cool. Richtig. Mhm. Und Wechsellicht, also weiß-blau. So, und dann, das war die 4, gell? Ich glaube die 3. Ah, okay, 3 und die 4 müsste Sirene sein, genau. Oh. Okay. Ich hab's versucht, identisch hinzukriegen. Also ich habe nebenbei den richtigen Ton von der Feuerwehr angehört. Ich glaube, ich habe ihn gut getroffen, sofern wie es möglich ist. Nicht? Findest du nicht? Weiß ich nicht. Oh nein. Klingt mir ein bisschen zu tief. Sind die nicht höher? Nee, muss dann auch mal hören. Also ich finde, ich habe es eigentlich gut getroffen. Also besser ging es nicht, meiner Meinung nach. Ich mache mehr so Tatütata als Dö. Nee, Tatütata ist eher so Polizei oder Krankenwagen. Da ist es schneller. Feuerwehr ist eher so. Ach so.
so, aber das ist ja ganz monoton. Das macht ja immer den gleichen Ton. Ja, wie willst du das sonst machen? Weiß ich nicht. Das geht leider nicht anders. Ich hab das nicht ausprobiert. Ach so. Ja, dann. Außer jemand hat einen Tipp und kriegt das anders dahin. Ich muss gut, mein Haus brennt. Genau. Stimmt, mein Haus brennt. Ja, fahren geht halt jetzt nicht. Echt? Achso. Das Radio. Radio. Nach einem erfolgreichen Auftritt. Okay. Das hört gleich auf. Achso, aha. Drück mal die 3. Das war nicht die 3. Ich weiß. Dankeschön. So, du möchtest Feuerwehrleiter? Ja. Okay, warte. Wir stellen dir hier mal so einen Lift hin. Oder von der Seite. Ja, warte mal, baust doch nochmal ab. Vielleicht geht's ja jetzt. Meinst? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Komm ich denn raus? Ich probier's mal. Okay. Und? Oh, ich glaube, es leckt. Ist ja so aufwendig. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, jetzt kann ich nicht mehr anschweißen. Dann fahre ich mal beiseite. Dann sollte es eigentlich gehen. Da geht gar nichts mehr. Wieso haben wir eigentlich das gleiche an? Sehr schrecklich. Ja, ist halt so, ne? Die Gesellschaft will das ja. Ach so. Unisex-Klamotten. Genau. Jetzt geht's. Was hast du gemacht? Ich? Ja, jetzt geht's gerade. Oder er sieht gut aus? Ja, er sieht normal aus. Ach so. Ich kann mich bewegen. Jetzt ist es ganz normal. Keine Ahnung, was ich gemacht habe. Seltsam. Du hast ihn schräg gestellt. Ja, wahrscheinlich. Das wird sein. Ich habe eine Frage. Ja. Da hinten auf der 2 sind 2 Rohre. Wieso? Was ist das? Ach so. Ja. Also das ist so, du kannst jetzt hier drauf hüpfen, dann hier drauf. Und dann da drauf. Ach so, da hochklettern. Und dann was? Kannst du hier hochklettern, genau. Ach so, das ist sozusagen eine Leiter. Genau. Aha. Ja, ich hätte es gerne natürlich auch ein bisschen anders da gemacht, aber anders da ist es nicht möglich. Du musst erst hier auf die Stoßstange. Mhm. Irgendwie. Genau, gehst jetzt ein bisschen rechts. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Charakter bewegt sich komisch. Das irritiert mich, dass sie die Arme so ausgestreckt hat. Irgendwie, ich drücke nach links und da passiert nichts. Wieso komme ich denn jetzt nicht links rüber? Wieso links? Jetzt. Rechts meine ich. Achso. Das andere links. Die habe ich gerade gewundert. So, okay. Ich weiß jetzt natürlich die Tasten auch nicht mehr so hundertprozentig. Genau, das ist zum Schrägstellen. Aha. Also da kannst du jetzt da draufklettern. So ein Stück zumindest. Yay, juhu. Genau. Und die Taste ist zum Ausfahren. Oh, cool. Cool. Und die Taste ist es dann zum Drehen. Uah. Aber da ist gar kein Häuschen oben dran. Also, nicht Häuschen. So ein Korb, meinst ja. du? Ja, ich hatte auch überlegt, einen Korb vorne dran zu machen, aber dafür ist der Feuerwehrwagen dann doch ein bisschen zu klein. Aha. Ich werde in Zukunft noch einen bauen. Einen Feuerwehrwagen, der noch ein Stück größer ist. Der aber nicht mehr hier reinpassen wird wahrscheinlich. Und der wird dann auch vorne einen Korb haben. Aha. Das ist jetzt nur einfach mit einer Leiter, um ans Fenster dran zu kommen. Und das Baby zu retten? Genau. Cool. Und der Rest bleibt drin. So, und jetzt bitte lösch mein Haus. Ach so, ja. Warte. Brennt lichterloh seit 30 Minuten. Ja, ihr habt gesagt, es dauert ein paar Stunden, bis der Antrag ausgefüllt ist, durch ist und so. Wieso mein Antrag? Und ich meine, es brennen ja auch noch andere Häuser, ne? Brennen ja auch noch andere Häuser. Okay, wann bin ich denn dran? Bin ich jetzt auf der Warteliste, ja? Nummer 6. Nummer 6, okay. Ja. Sehr gut. So, jetzt haben wir ja noch was, wo ich es gerade sehe. Genau, lass mal einfach mal hier so stehen, oder? Ja. Genau. So, dann gehen wir mal nach ganz nach oben. Oder warte mal, ich stelle mal das Auto vorsichtshalber auf den Lift. Ja, dann stelle ich meinen. Wieso macht er denn jetzt Geräusche? Ja, das macht er immer, weil er in Neutralstellung geht. Aha. Der hört dann gleich auf. Ach so. Aber ich slide immer noch. Die bewegt ihre Beine nicht, die Arme sind ausgestreckt. Das ist voll komisch. Ja, mei, man kann sich nicht immer alles wünschen. So. Ich slide. Die genau. Tupo. Das Feuerwehrdach hat einen Helikopterlandeplatz bekommen. Ganz zum Schluss, nachdem er sich vielleicht noch gewünscht hat,
Es wäre voll cool, wenn der einen Helikopterplatz kriegt. Es ist nur eine kleine Feuerwehrwache, deswegen hatte ich es eigentlich ursprünglich nicht vor, hier noch einen Helikopterlandeplatz draufzustellen. Es gibt auch schon einen Heli. Da ist halt jetzt nur die Frage, jetzt schon zeigen oder erst nächste Woche? Wie, es gibt einen Heli? Ja, es gibt schon einen Heli. Es gibt einen Heli? Ja. Okay. Und der ist für nächste Woche geplant, oder was? Es gibt sogar mehrere Helis und die sind eigentlich für nächste Woche geplant. Ja, dann nächste Woche zeigen. Dann nächste Woche. Dann können wir ihn ja hier hinstellen und dann hier von hier aus fliegen oder sowas. Ja. Genau. Okay. Boah, genau. Das Dach blendet mich. Ja, ich wollte es weiß haben, weil es halt innen auch weiß ist und die Feuerwehrfarben sind nun mal rot und weiß und damit man als Heli von oben dann gut das Dach findet. Aber wenn das in der Sonne steht, blendet es voll ja, heftig. Das ist echt krass. Genau, dahin ist die Satellitenschüssel, die aus. Achso, ich hab's deaktiviert. Die kann man im Schaltbüro dann auch aktivieren. Was und ist das hier? Das ist der Alarm. Ach so. Warte. Dröhnst mir gleich die Ohren weg. Ja. Ach, das dreht sich. Aha. Das war's noch nicht. Jetzt. Diese Dinger sehen echt aus wie Gesichter. Dann machen sie auch noch das Maul auf. Ah. Ja. Ah. Ja, ich hoffe, man erkennt es als Alarm, keine Ahnung. Könnten auch Kirchenglocken sein. Ja, stimmt. Ja, das Problem ist, ich brauche ja einen langen Ton. Und wenn man den Ton zu lange lässt, dann hört er halt irgendwann auf. Der wird halt dann immer leiser. Und deswegen musste ich 3 hinmachen, damit die sich gegenseitig halt dann, ja, damit ich den Ton strecken kann, aber... Schau, wenn ich jetzt Stopp mache, der Ton wird immer leiser und irgendwann ist er weg, obwohl der Ton noch an ist. Aha. Also okay. Die sind noch an. Aha. Deswegen, das ist halt nicht anders möglich. Aha. Also mit den Dingern habe ich mich ja noch nie befasst, davon habe ich keine Ahnung. Also tonmäßig ist das eine Katastrophe, aber... Also die Satellitenschüssel ist cool. Ja, die ist ganz gut gebaut, finde ich. Die ist für den Fernseher, oder? Damit die Programme reinkommen. Damit sie amerikanische Sender und so reinkriegen. Vor allem die Bezahldinger. Ja. Pay-TV. Pay-TV. Ja. Cool. Genau. Könnt ihr jetzt runterladen. Gibt's auch nochmal als Map dann zum Downloaden. Ist halt doch ein bisschen aufwendig, wenn man also den absetzt. Kann man das Haus so runterladen, oder was? Genau. Das komplette Haus ist so zum Runterladen mit Fahrzeugen. Dann auch mit Heli. Also das Komplettpaket gibt's dann. Was, da ist dann jetzt schon der Heli drauf? Nee, da ist noch nicht der Heli drauf. Aber der... wird, ja genau, stimmt, ja, wird dann, wenn wir die Helikopterfolge online gebracht haben, drauf sein. Suchen. Aha. Genau. Gefällt mir auf jeden Fall echt gut. Das Häuschen ist voll süß. Und die Feuerwehrwegen sind auch cool. Vor allem Leiter. Geil. Ja, genau. Und die Schläuche da drin. Sind auch cool. Vielleicht sieht es wenigstens aus wie Schläuche. Feuerwehrschläuche sind schwarz. Ja. Frag den Feuerwehrmann. Frag den Feuerwehrmann, okay. Die sind schwarz. Ich finde, die sind eher so gräulich eigentlich. Ich glaube, die sind schwarz. Kann er uns ja mal in den Kommentaren wieder schreiben. Ich google es jetzt. Google so, warte. Okay, Google. Okay. Jetzt wollte ich Google eingeben. Feuerwehrschlauch. So. Hast du fein gemacht. Oh, die sind ja weiß. Es gibt auch einen roten. Ja. Es muss auch schwarze geben. Die ich glaube, schwarz. Ich glaube, die Farbe hängt davon ab, was rauskommt. Es gibt ja Schaum als Löschen, es gibt Wasser, glaube ich, und noch so ganz anderes Zeug. Und ich glaube, damit die Feuerwehrleute das bei den ganzen Schläuchen dann nicht verwechseln können, haben die eine Farbe. Meines Wissens, okay. Aber ich finde leider tatsächlich nicht wirklich einen schwarzen. Ja, schwarz so gibt's nicht. Wie hieß der Erbauer. Okay, wie hieß der Erbauer? Sarok. Der Erbauer hieß Sarok. Wie hieß der Wünscher? Michael Pietz. Warte, ich kann mal nochmal nachgucken. Ja, Michael reicht mir. Michael, erklär mir mal, wie das mit den Feuerwehrschläuchen ist. Welche Farbe die haben, warum, wieso, weshalb. Da ist ein Comicbild, der hat einen schwarzen Feuerwehrschlauch. So. Wieder schön einpacken. Schön. Im Übrigen,
Das Fahrwerk ist wieder mal das Fahrwerk, das wir schon öfters benutzt haben für den Kipper. Und das war's auch schon. Naja, jetzt hast du es ja zweimal benutzt. Genau. Für den Kipper und für das Feuerwehrauto. Richtig. Ich finde die Leiter geil. Ja, die Leiter ist gut geworden. Die ist cool. Dass sie sich so ausfahren kann und so. Ja, warte, das muss. Ja, jetzt hast du ihn schon reingestellt. Das geht auch hier drin, glaube ich. Ist genug Platz. Warte mal, ich sehe ihn so wenig. Warte mal, ich muss nochmal aufs. Oh Gott, da muss ich nochmal aufs Dach hoch. Aufs Dach? Ja, damit ich mehr sehe. Dann kletter doch hier hinten durch die Tür hier. Ja, ich gehe von oben. Dach. Ja. Wo lang? So. Hier, oder? Nee, doch. Hier, genau. Du rennst immer so schnell. Und wenn ich dann frage, wo bist du, dann bist du immer hinter mir. Oh, es ist etwas eng hier. Ja. Fahr nochmal ein. Jetzt hängt's fest, toll. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Was hängt? Nee, nicht. Hast du es eingefahren? Nee, noch nicht. So. Dong, ding. Jetzt fahr nochmal aus. Ich glaube, ich mach's gerade kaputt. Mhm. So. Ja, war echt cool. Gut, es ist jetzt ein bisschen schief, aber an sich ist das wirklich so aneinander. Also wie so ein echter Feuerwehrleiter. Geil. Cool. Nicht schlecht. Richtig geil finde ich auch die Stangen. Die Stangen? Ja, die Stangen hier. Ach so, die, zum Runterrutschen. Die Go-Go-Stangen. Ja, die Go-Go-Tanzstangen, ja. Nee, ja. Das sind so Details, die liebe ich. Das gefällt mir. Das Witzige ist, als das Ding, also ich hatte das ja gebaut und dann immer mal abgestellt, wieder neu aufgestellt und so weiter. Und ja, da stand das Haus mal schief, aber es war ganz witzig. Man ist da, ich bin dann, wo ich das angefangen habe zu bauen, bin ich dran gesprungen und ich bin kurz hängen geblieben, so nur eine Millisekunde. So wo, fünf, an der Stange? Ja, mhm. An der Stange, so eine halbe Sekunde bin ich hängen geblieben und dann erst runtergerutscht. Mhm. Das fand ich voll cool, das hat dann so gewirkt, er hält sich fest und jetzt rutscht er. Jetzt geht's leider nicht mehr. Aber wo es schief stand, da ging das. Was hier noch fehlt, ist so eine Garderobe. Eine Garderobe? Bank. Ja, die haben das doch immer so spindmäßig, wo die Sachen drin sind. Ja, die haben doch da immer so eine Bank, oder? Wie in der Turnhalle oder so. Ja. Eine Bank mit so Garderoben, wo die ganzen Jacken und Helme hängen. Stimmt, ja, genau. Sowas müssten sie irgendwann mal noch reinmachen, so Jacken und sowas, so Hüte, Mützen, was weiß ich, die man dann irgendwo hinhängen kann in seinen Schrank oder so, das wäre geil. Das wäre nett, ja. Das stimmt, ja. Platzmäßig ist jetzt hier natürlich schon sehr ausgereizt. Ach, Schläuche weg. Klamotten sind wichtiger. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, Helme zu bauen, aber... Ja, Helme vielleicht nicht, aber so eine Bank hier, das ist doch schon mal was. So. Das ist versetzt. Oder? Nee, ist es nicht. Mein Blick ist schief. Ja, optisch hat es vielleicht so ausgesehen, ja. So. Kann man sich hier hinsetzen und umziehen. Hey! Yay! Dann passt hier sogar noch ein Auto rein. Ich will ja noch so einen kleinen PKW bauen. Es gibt ja so. Und so einem Lichtlein drauf, die. Ja, genau, so. Für. Keine Ahnung, für was die dann da machen, ich weiß es nicht. Schon mal hinfahren und die Lage checken. Ja. Die vielleicht Ersthilfe oder so irgendwie. Das kann uns ja mal der Michael so erklären. Genau, erzähl mal. Genau, erzähl mal, was du so erlebst, was du so machst und ob du freiwillig dort bist oder ob du da wirklich oder richtig ob du arbeitest. Gezwungen wurdest. Es gibt ja die freiwillige Feuerwehr und die Berufskraft. Aber auch bei der Berufsfeuerwehr ist man normalerweise freiwillig. Ja. Man kriegt halt nur Geld für seine Arbeit. Genau. Du weißt schon. Ja. Nee, die Berufsfeuerwehr, die kauft ihre Mitarbeiter irgendwo bei Sklavenhändlern. Genau, in China oder so. Oh, ist das gemein. Das ist doch nur Spaß. Ja, hast recht. So, ja, dann sind wir eigentlich eh schon voll am Überziehen. Cool. So, macht aber nichts. Ja, nächste Woche, wie schon ein bisschen so angekündigt, gibt's dann die nette Heli-Special-Folge. Also Special? Warum ist das so? Ja, Special, weil wir nur Heli-Kram vorstellen. Aha. Also so Flugobjekte. Und hier haben wir nur Feuerwehr vorgestellt. Also es ist die Feuerwehr-Special-Folge. Genau, die wird jetzt heißen Feuerwehr. Nein, du hast deinen Lift noch gezeigt am Anfang. Das ist leider keine Special-Folge. Ach ja, stimmt. So ein Mist. Scheiße. Naja.
Shit happens. Nein, aber das gefällt auch die Türen hier mit diesem Glaselement in der Mitte, das sich dann so hinten hinklappt. Ja. Das gefällt mir voll gut. Gefällt mir auch voll gut. Und dann ist das so hinten dran. Voll ja. Geil. Ha. Richtig cool geworden. Schick, schick, schick. Ja, ich finde auch von außen, man erkennt eigentlich sofort, dass es eine Feuerwehr ist. Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, ich stand vorhin ein bisschen auf dem Schlauch. Auf einem schwarzen Schlauch. Auf einem schwarzen Schlauch, ja. Schon klar. Na Gott sei Dank ist da genug Druck drauf, damit man dich da wegpusten kann damit. Weil wenn du da drauf stehst auf dem Schlauch und dein Haus brennt, dann komm ich nie mehr runter. Ja, bringt's halt auch nichts, ne? Ja. Ja, mein Haus brennt immer noch. Warum ist eigentlich hier ein Stück grün am Rand? Ist das Rasen? Das ist Rasen, ja. Wo bist du denn? Hier, das, hier unten am Boden. Ah, da. Ich meine diese zwei Spalten hier, ist das Rasen? Das ist Rasen, ja. Okay, das vordere Bereich hier, was so hellgrau ist, das ist nicht dabei. Ach so. Genau. Okay, aber warum ist hier ein Rasen? Warum nicht? Ach so, damit man dann rechts weiter Rasen bauen kann? Zum Beispiel, ja. Mhm. Genau. Hier sind so kleine Besucherparkplätze oder Mitarbeiterparkplätze, hier so zwei. Da fällt mir noch was ein. Bei uns machen die Feuerwehren ja jeden ersten Samstag im Monat einen Probealarm. Ach du Scheiße, jetzt kommst. Soll ich jetzt das so einstellen, dass jeden Samstag oder ja. Was da ein Alarm losgeht Nein, oder was? Nein, ich wollte jetzt nur wissen, ob das nur bei uns in der Region so ist oder ob das überall so ist. Ach so, ja, das wäre mal interessant. Mein Vater hat früher neben einer Feuerwehr gewohnt, also wirklich nebendran, das Nachbarhaus. Und immer wenn wir bei ihm waren, dann, also wenn das so ein Samstag war, dann war das ziemlich ätzend, weil dann immer dieser scheiß Alarm losging. Und man wollte eigentlich noch schlafen. Gut, die machen das erst um 11, aber ich wollte trotzdem noch schlafen damals. No. Du warst ein bisschen beleidigt, oder? Nö, ich habe einfach weiter geschlafen. Ah, okay, ja dann. Wie findest du meine Klingel? Die ist cool, die ist richtig cool. Ding, dong. Weißt du, an was mich der Ton erinnert? Ha? Das ist 1:1. Ich hatte als Kind so ein... War das Lego? Nee, das war, glaube ich, Duplo. So ein Duplo-Haus. Aha. So ein kleines. Und das klang auch so? Genau, das hatte eine rosa Tür mit einer Klingel. Und das klang genau so. Düt, düt. Oh, wo ist eigentlich dieses Duplo-Haus gelandet? Ich weiß nicht, ich hab's nicht. Ja, passt. Ich finde, das ist echt gut geworden. Aber ich muss nochmal klingeln. Piep, piep. Oh, ich finde auch den Briefkasten süß. Oh. Jo. Da kann man Briefe einwerfen. Drin steht, mein lieber Feuerwehrmann, morgen wird mein Haus brennen. Nein, sei bitte rechtzeitig da. Dankeskarten, vielen Dank für das Löschen meines Hauses gestern. Hättest dich zwar ein bisschen mehr beeilen können. Genau. Leider ist meine Katze draufgegangen, aber trotzdem bin ich dir dankbar. Oh, die Katze. Ja. Die Arme. Ja, nachdem das Feld gebrannt hat, war es vorbei. Ja, mein Gott. Ich habe jetzt relativ lang da drin gebaut. Hat schon ein bisschen gedauert. Das hat sich aber gelohnt, das ist voll schön. Ja. Ich finde auch hier diese Stangen hier irgendwie. Ja, das schön, passt. Schön, die dann hier diese Treppe stützen. Mhm. Und dieses Rot mit dem Weiß dran. Ja, das sind sowieso pervers. Zaun da oben und so. Und ja. Ja, also das Haus würde ich ein bisschen begeistert. Sehr, sehr, sehr loben. Also das passt. Was mir nicht so ganz gut gefällt, also was, wo ich gern mehr Zeit verwendet hätte, ist der Transporter. Echt? Ja, ich weiß nicht. Er ist gut, aber er stellt mich nicht zufrieden. Ich weiß nicht. Okay. Ich finde, der hätte mehr hergeben können. Ich weiß auch nicht. Es ist halt leider auch nicht besser möglich. Also mir zumindest nicht. Ich habe schon bessere Fahrzeuge gebaut. Ja, die Front ist relativ einfach, aber hinten ist voll cool. Ja. Also dass du dieses Blech da genommen hast mit dem weißen Rand außenrum und überall sind schöne Stangen. Für was ist eigentlich die Stange hier? Zum Festhalten? Zum Festhalten, ja. Wenn man hier reinklettern will. Schiebetür. Voll cool. Ja, na gut. Okay. Sonst sage ich ja immer, du bist schlecht und aber hier muss ich ausnahmsweise mal loben. Das gefällt mir wirklich gut. Oh, das ist schön. Und das von der Xerion, das bedeutet mir echt viel. Okay, ja, machen wir Schluss. Die Tür, das habe ich schon mal gesagt. Was? Ja, okay, dann schwärme ich halt alleine für mich selbst ein bisschen weiter. Kannst ja weiterspielen. Okay. Ich spiele Feuerwehrfrau. Yeah. Okay. Gibt es eigentlich Feuerwehrfrauen? Ist das nicht so ein Beruf, wo Frauen nicht machen dürfen? Was? Ich glaube, ich habe mal gehört, dass es keine Feuerwehrfrau gibt. Was?
Ich glaube, das gibt's nicht. Ich glaube, das gibt's eher selten, weil das halt ein anstrengender Beruf ist. Ja, aber Polizei auch. Ja, aber da gibt's auch nicht oder so... Oder Bauarbeiter oder LKW-Fahrer. Ja, das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Also, da fragen wir jetzt auch mal den Michael oder ich frage Google. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wenn in Deutschland es ein Gesetz geben würde, dass Frauen keine Feuerwehrfrauen sein dürfen, dann müsste das aber ordentlich begründet sein, weil sonst ist es ja gegen das Grundgesetz. Oh, ich weiß auch nicht. Gleichheit und so ein Kram. Ich weiß auch nicht. Also, und wie würdest du das begründen, dass Frauen nicht zur Feuerwehr gehen dürfen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, siehst du, dann ist das, glaube ich, Riesenquatsch, was du da erzählst. Ich erzähle keinen Quatsch, sondern ich sagte, ich glaube, dass es so ist. Du glaubst da Riesenquatsch, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kenne nicht so viele Feuerwehrmenschen, aber ich... das. Aber immer, wenn ich welche gesehen habe, die waren alle männlich. Ja. Ja, das machen halt wahrscheinlich eher Männer, aber... Seltsam. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das verboten ist. Aus welchem Grund? Achtung! Du Schwein. Oh, da sind bunte Punkte in deinem Häuschen. Punkte? Ja. Oh. Verbindungstool. Ach so. Verbindungstool, ja, den habe ich ja auch noch nicht benutzt. Schaut das mal. Das ist alles bom, bom. Der Wagen. Das na, sieht der, voll wirre aus. Also der LKW hat natürlich echt krass viele Verbindungen hier. Also das ist wirklich irgendwie pervers geworden. Naja. Der hat wahrscheinlich länger gedauert, als das Haus hier zu bauen. Naja. So, dann machen wir Schluss. Oh, fast 50 Minuten. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt es runterladen. Heli kommt dann nächste Woche dazu. Den könnt ihr dann auch entweder separat runterladen oder nochmal als fertig runterladen. Die Feuerwehr wird in einer Welt stehen. Könnt ihr also auch als Map runterladen, denn ohne Lift oder angeschweißt ist das Ding hier ziemlich laggy. Genau, ist mit Fahrzeugen bestückt. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß damit haben. Und ich, Xilin, sagen ciao, ciao. Tschüss.